Nachdem alles vorbei ist, fahren Hitler, Goebbels und Lotze zurück nach München. Röhm und andere hochrangige Kommandeure der SA nehmen sie mit. Sie fahren südlich um den Tegernsee, um zu vermeiden, dass ihnen röhmtreue SA-Kräfte den Weg abschneiden. Die Gefangenen werden ins Gefängnis Stadelheim gebracht. Hitler und Goebbels fahren zum SA-Hauptquartier. Um 10 Uhr ruft Goebbels bei Göring im Berliner Gestapo-Hauptquartier an und nennt das vereinbarte Codewort Kolibri. Heydrich und die Gestapo schicken daraufhin die Mordkommandos los. General Kurt von Schleicher war Hitlers Vorgänger im Amt des Reichskanzlers. Seine Frau Elisabeth und er werden in ihrer Villa erschossen. Gleichzeitig werden ähnliche Mordanschläge in ganz Deutschland verübt. Die Zahl der Todesopfer ist nicht genau bekannt, die Schätzungen schwanken zwischen 100 und 1000. In manchen Fällen sollen lediglich alte Rechnungen beglichen werden, wie bei Gregor Strasser, einem ehemaligen Rivalen Hitlers. Oder Gustav Ritter von Kahr, der an der Vereitelung von Hitlers Putsch in München beteiligt war. Das Braune Haus in München am Nachmittag. Hitler überträgt Lotze das Kommando über die SA. Sepp Dietrich bekommt von Hitler den Befehl, in Stadelheim 6 führende Kräfte der SA zu exekutieren. Nur Röhm soll am Leben gelassen werden. Nach den ersten beiden Exekutionen stiehlt Dietrich sich davon. Später sagt er, ich hatte genug. Hitler fliegt am Abend mit Goebbels nach Berlin. Hier erfährt er, welche Morde bereits stattgefunden haben und entscheidet, Röhm soll am Leben gelassen werden. Erster Juli, Sonntagmorgen. In der Reichskanzlei überzeugen Göring und Himmler Hitler davon, dass Röhm sterben muss. Hitler ruft den Kommandanten des Konzentrationslagers Dachau an, den SS-General Theodor Eicke. Er befiehlt ihm, Röhm zu töten. Eicke macht sich mit dem SS-Obersturmbannführer Michael Lippert auf den Weg. Sie fahren nach Stadelheim und verlangen dort, zu Röhm gelassen zu werden. In der Reichskanzlei nimmt Hitler währenddessen an einem Teeempfang teil. Stadelheim. Eick und Lippert betreten Röhms Zelle. Sie sagen ihm, er habe 10 Minuten Zeit, sich das Leben zu nehmen. Die Zeitungen berichten bereits über Röhms angeblichen Verrat. Dennoch sagt er, den Gefallen werde ich Hitler nicht tun. Die SS-Männer lassen Röhm mit einer geladenen Pistole in der Zelle zurück. In Berlin kann Hitler bereits den Jubel hören, den ihm die vorgetäuschte Niederschlagung des Staatsstreichs einbringen wird. Um 18 Uhr kehren Eick und Lippert zurück zu Röhm. Er soll sie in der Mitte der Zelle mit aufgerissenem Hemd erwartet haben. Eick und Lippert erschießen Röhm. In der Reichskanzlei erhält Hitler kurz darauf die Nachricht, Ernst Röhm ist tot. Röhm war einer der wenigen Duzfreunde Hitlers. Zeit seines Lebens duldete Hitler nicht, dass man abfällig über ihn sprach, obwohl er selbst den Befehl zu seiner Ermordung gab. Einen Monat später, am 2. August 1934, stirbt Präsident von Hindenburg. Die Reichswehr hält sich an ihre Abmachung mit Hitler und steht zu ihm. Am gleichen Tag schwören sämtliche Offiziere und Soldaten Hitler persönlich die Treue und machen ihn damit zum Oberbefehlshaber der Reichswehr und der Reichsmarine.
Am 5. August wird Hindenburg mit großen Ehren begraben und mit ihm der letzte wichtige Demokrat der Weimarer Republik, der Hitlers Diktatur im Wege stand. Ernst Röhm bekommt eine einfache Beerdigung. Seine Ermordung war der Schlüssel zur Macht für Adolf Hitler.